Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Haus am See. Ich bin Daniel von simfans.de. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir gucken auch mal rein ins Haus, denn heute geht's weiter mit dem Einrichten. Yay, und ihr wart wieder fleißig am Kommentieren. Ja, einige haben das schon als Lieblingshaus verbucht, dabei sieht man noch gar nicht so richtig. Die Fenster, die gibt's als Download, die schrägen Fenster, die könnt ihr euch holen von der Community für die Community. Alle Infos und Links dazu in der Videobeschreibung. Und letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, das war ja ein Graus hier, ja, kein Augenschmaus. Ich muss hier erstmal bb.enablefreebuild eingeben, weil das ist ein Ferienhausgrundstück in Granite Falls. Das ist die Welt aus dem Autoleben-Gameplay-Pack und Ferienhäuser kann man eigentlich nicht umbauen, aber mit dem Cheat kann man das schon. Dann kommen wir hier in den Baumodus nämlich rein. So soll das sein. Doch jetzt genug der Sprüche. So, das ist die Küche. Oh Mann. Okay, also, die Küche, da habe ich erstmal, also, ja, Dankeschön für die Kommentare dazu. Wir müssen jetzt hier mal das einrichten. Und zwar fand ich das jetzt ein bisschen komisch mit dem grauen Boden. Ihr ja auch, ne? Das ist immer alles so schwarz-weiß da in den Kirchen. Ja, ist halt schön modern hier. Ist halt ein modernes Haus auch. Und wir gucken jetzt hier mal, dass wir da, vielleicht nehmen wir auch die gleiche Fliese. Und da gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen was Wärmeres oder so. Aber das ist mir jetzt zu gelb. Ah, die ist ein bisschen zu krass. Aber irgendwie sowas vielleicht. Oder was ist da der Unterschied hier? Das ist ein bisschen mehr bläulich. So blau haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Komm, wir probieren das mal so ein bisschen bläulich zu machen. Ja. So, kein Hashtag grün, wir machen es blau. Und hier können wir uns vielleicht einen Holzboden oder so gönnen. Ne? Irgendwie so einen schönen Dielen-Kernholzboden oder irgendwie sowas in die Richtung. Da müssen wir nochmal gucken. Ach, das ist cool hier mit dem Hashtag grün hier an der Wand. So, also da gucken wir jetzt mal rein. Ich weiß noch nicht genau. Und da hinten, das ist mir auch noch so ein bisschen den Dorn im Auge mit diesen Theken. Wir müssen da, glaube ich, auch mal die Wand hier da rein schieben. Ne? Ach du Spiel, du. Ja, es muss halt ein Raum sein hier, ne? Aber wir können da wieder eine Wand hier ziehen und dann ist das alles hier richtig. Ja, es muss nämlich hier ein Raum sein. Gerade waren es noch zwei, keine Ahnung warum. Das ist der Kühlschrank hinten, alles draußen. Mann, den wollen wir eh nicht haben. Habt ihr abgevotet, abgewählt. Und ja, jetzt gucken wir, dass wir da so eine Art... Was ist denn da jetzt so ein komischer Schatten hier? Das regt mich schon wieder auf hier. Was ist das denn hier? Da oben ist doch geschlossen, oder? Mann. Dass wir da jetzt die Theken so weiter rausschieben, aber nicht ganz raus. Jetzt schweben die in der Luft. Nee, ne? Das fängt ja schon wieder super gut an hier heute. Eieiei, Tibobaichi. So. Also ich möchte das ja gern drin lassen. Ich finde das nämlich ganz schön, aber wir stellen die ein bisschen weiter raus. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, da ist da hinten nur eine Lücke. Brauchen wir schon keinen Mülleimer, können wir alles dahin nach hinten schieben. Nee, da mache ich irgendwas hin. Da weiß ich noch nicht genau was. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Kühlschrank. Kühlschrank. Oder wir machen den Kühlschrank vielleicht woanders hin oder so. Kommen wir mal in den Kühlschrank dahin, oder? Ja, und machen hier eine Theke hin, weil da können wir schön die Theken da gestalten, ja. So möchte ich das mal machen. Wir gucken uns das jetzt mal an. So, ja, wieso sind die jetzt, also gar nicht passen die da gar nicht richtig rein oder was? Wir müssen das, glaube ich, so ein bisschen reinstauchen da noch, sonst klappt das nicht. So, und ihr dockt da bitte richtig an. Ja, so ist es gut. Das ist richtig schön, eine richtig schöne Fläche hier. Und die Schubladen, die sind auch nicht zu sehr irgendwie, ja, eingebaumauert. Ja, dann machen wir noch schön, machen wir noch schön. Und jetzt holen wir uns einen Kühlschrank, Parate. Bin schon wieder ein bisschen durch den Wind hier, merkt das vielleicht. Wir kriegen das aber cool hin, weil ich habe eine tolle Idee. Jetzt warte mal ab hier, wir brauchen erstmal einen Kühlschrank. Wir nehmen den. Und in schön weiß. Ja, da muss ein bisschen heller was noch rein hier. Und dann packen wir, jetzt haben wir da hinten so eine Lücke, das ist ein bisschen doof. Jetzt gucken wir mal in die Oberflächen rein. Da gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Schmucktisch, irgendwie sowas hier. Vielleicht auch sowas hier, das ist gar nicht mal so verkehrt vielleicht. Na, da gibt es ja auch, glaube ich, so schwarz-weiß, graumäßig was. Und die können wir nach oben leveln. Vielleicht drehen wir die auch dann um, dass das Graue vorne ist irgendwie. Ja, nee, das sieht gar nicht mal so gut aus. Das andere. Nee, das nehmen wir nicht. Okay, nächster Versuch. Sowas hier. Kann man doch da hinten reinpapseln, oder? So ein bisschen Marmorstein und Eisen. Das ist doch cool. Ist das cool oder ist das cool? Das ist auf jeden Fall hochwertig. Sieht auf jeden Fall hochwertig aus, sagen wir mal so. Ja, oder? Und vielleicht können wir jetzt noch, da gibt es doch auch, lass mich mal gucken, da gibt es doch... Es gibt auch dieses eine schmale Tischchen, was man so gut verwenden kann für so vieles, ist das da nicht mit drin. Da gibt es doch dieses, ich glaube, das ist das an die Arbeit oder so. Müsste doch hier irgendwo sein.
Das hier. Ein Metalltisch. Und dann können wir da hinten uns quasi so Pseudotheken hinmachen. So ein Regal. Und... Oh, was ist jetzt passiert? Das habe ich aus Versehen alt nicht gedrückt. Und nur rutscht die Kamera wieder weg. Dass wir das so vielleicht machen. Und da dann auch das so machen. Dann haben wir da so eine Ablagefläche. Da kann man richtig schön Deko mal ein bisschen wieder was machen. Ja? Ist das gut? Ich weiß noch nicht, ob wir können auch eigentlich da unten können wir auch nochmal so ein Schränkchen hinmachen, oder? Ich fand das jetzt weiß gar nicht so schlecht. Dann hat es so ein bisschen auch mehr Kontrast noch, wobei das Schwarz, dann fällt das halt weniger auf mit den Streben da, ne? Sieht irgendwie, ja, komm, dann machen wir das doch so. Suchen wir jetzt erstmal eine schöne Tapete hier, ne? Eine schöne Wand. Also da würde ich auch ganz gerne dann wieder so in Richtung Fliesen gehen, muss ich schon sagen. Aber vielleicht, ja, vielleicht können wir da mit so einem Streifen irgendwas machen oder so, dass wir auf jeden Fall das Schwarz-Weiß-Thema nochmal drin haben. Oder eben, ja, da gibt es auch nämlich diese Türkisfarbe, aber die sieht mir zu sehr nach Schwimmbad aus, finde ich. Vielleicht können wir die nur, ja, vielleicht nur da hinten oder so machen. Wie wäre das denn? Unsere Schwimmbad-Tapete. Ja, und da dann irgendwas, wirklich was Helles wieder so, ne? Müssen wir mal ausprobieren einfach. Weil das passt dann so schön mit den Fenstern auch, finde ich. Und hinten hat man dann so ein Highlight, oder? Machen wir das auch weiß. Ach, weiß ist halt schon schön, ne? Verdammt. Ja, ich finde das jetzt ganz gut, weil da oben, ja, ich weiß auch nicht. Wir machen das auf jeden Fall mal so. Und auch die Fenster, die kommen hier über die komplette Breite, würde ich mal sagen, oder? Na gut, das hatte sogar schon was, dass das so, da können wir da vielleicht sogar noch ein Regal oder so ein Schränkchen hinmachen. Wir gucken einfach mal rein hier, ja. Ich glaube, die Küchen, die gibt es ja auch in so einem Blauton. Guck mal an hier, guck mal an. Die gibt es sogar ein bisschen blau. Soll mal einer sagen, ich mache immer schwarz-weiß. Ja, aber hier passt jetzt, glaube ich, trotzdem das Schwarz-Weiß besser. Die haben so ein bisschen Grau-Style auch mit drin. Das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Komm, dann machen wir das doch so mal. Sieht voll kalt aus jetzt. Aber passt zu unserem Wasserthema, ne? Aus Absee, blau, haha. Voll kreativ. Nee, ich finde das, glaube ich, echt ganz gut. Wir gucken mal. Da muss natürlich noch ein bisschen, das wird eh bunt noch. Wegen den Geräten und ein bisschen Deko natürlich, ne? Dann wird das eh noch bunt. Und ich würde, glaube ich, hier dann auch, jetzt haben wir das wieder umsonst gemacht, so eine Bartheke hinmachen, dass man da mampfen kann hier, ne? So, und dann kann man hier nämlich die andocken da. Und dann kann man hier noch da so Barhocker hinmachen. Dann kann man da sitzen und essen. Und auf der anderen Seite kann man kochen. Und ich würde da auch, glaube ich, die da nehmen, ne? Weil die gibt es ja auch dann wieder in diesem... Jetzt haben wir ja nämlich zwei verschiedene Farben, das ist nicht so toll. Wir müssen da diese Türkis-Dinger da dann wieder nehmen. Oder nicht? Ah, das sieht ein bisschen komisch aus. Schwarz-Weiß, ne? Oder nur Weiß. Komm, wir probieren das mal aus, dass wir da dann... Das passt jetzt farblich am besten, ne? Wir haben Grau und Schwarz. Ja. Jetzt kriegen wir ja auch... Jetzt wartet mal doch ab. Ich finde es auch noch kalt. Sieht scheiße aus noch. Wir brauchen jetzt hier noch irgendwelche coolen Lampen. Ich renne hier schon wieder zu denen da, weil die sind halt so schön. Da gibt es auch eine Türkis-Variante. Und sogar eine blaue, sehe ich gerade. Ding, 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 ding. Das ist mir fast zu Türkis-mäßig, ne? Passt die fast besser. Also die können wir auf jeden Fall hier hinmachen. Und schön tief hängen lassen da auch. Das ist nämlich schon geil einfach dann, ne? So schöne Lamps. Und in die Mitte, da möchte ich den Herd hier reinpapseln. Leider wieder, Mann. Gibt's nur diese komischen Herddinger da mit so einer blöden Blende hinten dran. Ne? Das ist so nervig. Können Sie jetzt mal schlagen? Nee, das ist echt, das macht mich voll aggressiv. Wieso habt ihr da hinten immer so eine blöde Blende dran? Ich könnte kotzen. Katzen kotzen. Nee, ehrlich mal, das muss nicht sein. Ich würde fast sogar den hier nehmen, obwohl der total industriemäßig aussieht. Aber der hat so eine kleinere Blende. Das ist der einzige Herd mit einer kleineren Blende, ne? Es ist so gemein einfach. Es ist so gemein. Was soll das sein? Ja, wir nehmen den auch jetzt einfach. Hm? Ja. Steht jetzt zwar auch ein bisschen wieder frei, das ist wieder doof. Wieder voll doof eigentlich, ne? Die anderen passen schön rein, das gibt's doch nicht. Sondern nicht ist dies denn der Possibility hier. So ein schöner Gasherd ist auch was Feines. Ah, oh, das sieht schon gut aus. Auch wenn der jetzt keine Dinge hinten hätte, ne? Das wird so schön flächig da außen. So eine richtig schöne große. Den gibt es, glaube ich, auch sogar in so einem Blauton, ne?
Aber jetzt haben wir mal, glaube ich, ein bisschen genug Blau dann auch. Dann würde ich den aber in Schwarz nehmen. Dann fällt nämlich das Ding nicht so arg auf in der Mitte hier, oder? Ja, machen wir das mal so. Ich schiebe das noch ein bisschen weiter nach hinten rein. Integrated hier und da in die Lücke. Müssen wir uns wieder was überlegen hier. Oh. Ich finde das so doof mit diesem blöden Ding da, ganz ehrlich. Das ist so nervig. Wenn man den noch weiter rein, bleibt man nicht an dem Griff so arg hängen gleich. Es wäre schon gut, wenn das hier so bündig wäre, ne? Schön Kante auf Kante. Ja, es ist wieder zum Mäusemelken. Man muss das echt so sagen. Oft sieht man auch sowas hier. Vielleicht kann man das hier noch da irgendwie oben hin machen. Ein bisschen verkleinern, Verkleinerungs-Cheat. Dass man da nochmal so eine Ablagefläche hat oder irgendwie sowas, ne? Das ist das irgendwie, dass das da auch noch irgendwie noch ein bisschen so... Ja. Da wird wieder zusammengebastelt, was geht hier, ne? Also wieder so einen fetten Schatten, das behinderte Ding hier echt, ne? Wenn man zwei übereinander macht, dann passt das ja eigentlich auch ganz gut. Ja, hat man da oben so ein bisschen Ablagefläche auch noch zum Kochen, ne? Nicht so schlecht. Komm, das machen wir dann einfach so. Ja, das kriegen wir hin. Jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter, weil wir haben ja auch noch Apparate erstmal. Ja, genau, Apparate stimmt schon. Ich gucke mal bei Geräte und denke dann, what? Apparate, und zwar brauchen wir natürlich noch eine Spüli. Dann nehmen wir dann so eine schlichte wieder. Ich würde die auch ganz gern weiß machen. Einfach, weil es irgendwie sauber aussieht. Die sehe ich irgendwie hier. Vielleicht können wir auch hier lieber die Spüle hinmachen. Ich würde die dann vielleicht, aber das ist wieder nicht parallel. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen Dorn im Auge. Dann machen wir hier die Spülmaschine hin. Hier ein Waschbecken, Spülbecken. Und auf diese Theke wollte ich ja die Kaffeemaschine machen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das geht. Doch, das lässt er mir sogar zu hier. Bäm. Na also dann. Guck mal, wir können die sogar so rum machen. Dann haben wir da so eine kleine Kaffeetheken-Nische. Das finde ich ganz gut. Das hat doch was. Oder dich. Müssen wir dann nochmal gucken wegen den Schränken auch. Dann machen wir die auch nämlich so. Ich habe das noch nie in diesem Blau gemacht. Aber wo soll man die denn sonst verwenden, wenn man nicht so eine Küche einrichtet? Und der Boden, der stört mich auch noch ein bisschen. Ja, ich gebe es zu. Wir gucken einfach mal. Das ist ja immer das Ding hier, ne? Schränkchen. Da haben wir... Also ich finde die immer ja ganz gut. Aber die sind mir zu grell. Ich würde, glaube ich, ins Weiß reingehen in dem Fall. Weil das bringt ein bisschen Licht rein. Das heißt ein bisschen gutes Licht hier, ne? Die sind halt sehr, sehr, sehr überbelichtet immer irgendwie. Da kannst du machen, was du willst. Die sind immer hell. Wäre so schön, wenn das hier so integrated wäre. Das ist wirklich so eine Schrankwandartig, das hier ist hier, ne? Das wäre schon gut. Können wir die Fenster ja noch ein Stück höher machen, oder? Dann passt oben wieder nicht Kante auf Kante. Dann lassen wir das mal so. Come on. So, machen wir das mal so. Das sind unsere Anrichte, unsere Thekentheke. Und da oben können wir vielleicht nochmal dann ein Level machen. Oder ist das dann zu krass eingekästelt? Dann könnten wir vielleicht sogar die Fenster so ein bisschen noch anpassen. Auf jeden Fall extravagant hier. Also voll der Leuchtschrank dann, ne? Von oben sieht es nicht so schlimm aus. Nee, ich würde das oben, glaube ich, weglassen. Ich finde das jetzt so irgendwie ganz witzig. Oder? Die sind so grellhell, Mann. Oder wir gehen in die Richtung. Das ist halt wieder ganz anders, ne? Das ist ja so grau. Grau hat auch was, kann auch was haben. Aber ich weiß nicht, da muss man irgendwas noch kombinieren dann damit. Nur grau ist auch nichts. Nee. Ich würde es, glaube ich, auch andersrum machen, dass wir die unten machen und dann die hier oben. Ja, machen wir das mal so. Und dann schieben wir die so weiter rein. Oder lasst mich mal was probieren. Vielleicht haben wir da ja noch die Fenster. Wir haben ja extra coole Fenster hier runtergeladen. Vielleicht können wir da irgendwas noch machen. Guck mal, das muss ja irgendwie so sein dann oder so. Das wäre doch mal viel geiler, wenn man da so ein Fenster jetzt nochmal hätte. Oder nicht, oder doch? Ha? Das ist doch was Feines hier. Das ist doch was Feines. Kann man in den Pool rausgucken.
Das sieht doch 10-mal besser aus gleich. Oder wir nehmen ganz, ganz, ganz simple Fenster einfach. Also kleinere natürlich. Weniger hohe. Solche da einfach. So, in die Mitte eins. Ja, auch mal eine Möglichkeit hier, ne? So. Das ist auch cool. Dass wir irgendwie diesen Hausstil da nochmal mit reinkriegen. Da fängt es echt schon wieder gut an hier, ne? Die sind ja auch richtig geil, die Fenster. Das könnte man auch machen. Dass man solche da nimmt, unten dann wirklich das freilässt und die dann schön tief hängt. Aber nicht an die, sondern nur die. Das ist gleich filigraner. Keep it simple hier, ne? Naja. Das hat auch was, finde ich. Mal so umgedreht. Normalerweise sind ja immer die Fenster und dann oben die Schränke, das ist auch nicht schlecht. Aber so, das hat auch mal was irgendwie. Ne? Das hat auch mal was irgendwie, finde ich. Und auf jeden Fall ein bisschen mehr Licht rein und das Ding sieht geöffneter aus. Aber wer würde auch dieses Licht da hinten schön aussperren? Ich würde das, glaube ich, dann doch so rummachen. Ich bin mir echt so unsicher heute. Das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So ist eigentlich schon richtig. Tja. Tja, tja, tja. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich finde alles irgendwie cool und alles irgendwie nicht wow. So. Hat auch was, hat auch was. Ist auf jeden Fall irgendwie sinnvoller, ne? Hier dann den See hier nicht auszusperren beim Haus am See. Okay, dann mache ich das jetzt mal richtig. Da muss man immer frei machen, sonst rasten die in die Wand ein, das ist ein bisschen blöd. Dass man hier dann in die Mitte, an die Mitte rankommt hier noch. So, und du dann so, dass du auch nicht in der Wand drin hängst. Ja, jetzt. So. Probieren das mal mit dem Grau aus. Ich habe das noch nie gemacht mit so einem Grau. Das mit dem Boden ist mir halt echt wieder... Ach, das ist eigentlich schon schön, ne? Aber irgendwie, also so ist halt... So ein schönes Weiß ist natürlich immer, geht immer. Ja. Ja, ja, da müssen wir jetzt echt mal gucken. Da bin ich mir echt wieder, oh Mann, oh Mann. Daniel und seine Küchen hier, ne? Viele sagen immer, die Küchen, die gehen mir voll leid von der Hand. Nee. Aber ich würde es mal echt probieren jetzt mit dem Blau. Wir bauen da mal weiter und dann gucken wir, dann können wir immer noch umfärben. Das erinnert mich schon wieder an die Folge vom, Wie hieß das Projekt? Das Modern da. Modern Mansion da war das, glaube ich. Ne? Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Ist auch so eine Geschichte. Oh, jetzt fällt mir gerade was auf. Wenn wir das jetzt nämlich tiefer machen, dann müsste das eigentlich da drauf stehen, oder? Nee, schwebt immer noch. Ja, das ist, weil die das so einrasten, aber das kriegen wir auch noch hin. Okay. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt ein Dekokrams hinstellen. Sonst wird das nichts mehr. Das wäre natürlich auch ganz gut da oben drauf, ne? Merkt ja kein Sim, dass das bisschen da doch, als sieht man es. Oh nee. Da müssen wir wieder anders basteln. Ich stelle es jetzt mal daneben. Das mache ich später, weil ich möchte jetzt mal irgendwie vorankommen. Ich brauche ein Erfolgserlebnis jetzt. So, wir nehmen jetzt hier die Spüle hier dazu. Und dann gehen wir in meine Lieblingsdeko rein, in meine coole Küche hier, oder? Da gehen wir, oh ja, die Soßen brauchen wir auch noch. Die sind cool. Ich kann mir auch mit sowas irgendwie noch was machen oder so. Das ist auch immer so ein geiler Scheiß, ne? Das hat auch was. Das ist so ein schönes Strukturelement. Und das hat irgendwie was, finde ich. Ich weiß es nicht. Mit da eine Unterbrechung reinbasteln, ist auch blöd. Also, heute ist wirklich der Wurm wieder drin. Man merkt es. So irgendwie noch. Oder irgendwie. Na, das, aber was Besonderes muss doch da noch rein in dieses Haus. Das kann doch jetzt nicht schon gewesen sein. Voll das Gitter da vor dem Fenster. Das sieht echt blöd aus. Aber vielleicht machen wir das an die Wand so hin. Dass wir da so eine Abtrennung haben, vielleicht, oder? Das ist doch mal nicht so schlecht. Das ist doch mal gut.
Hier können wir auch das Ding eins weiter rutschen. Die müsste hier schon bündig sein, ne? Ja. Ja, hier ist es ein bisschen doof, weil das ist ja der Kühlschrank. Da will man nicht um so eine Wand rumlaufen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Mann. Mann, Mann. Krieg heute nichts hin. Ihr merkt's, ihr merkt's, ihr merkt's. Dann hätten wir da nämlich nochmal so einen Platz auch für so eine zweite Schutztheke hier irgendwie. Das hat auf jeden Fall was. Das finde ich nicht so schlecht. Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir da noch ein paar, also Kaffee haben wir ja schon, das ist das Wichtigste. Dass wir da dann nochmal so eine moderne Microwave hier nehmen. Ja, die passt da hinten jetzt auch so schlecht eigentlich hin. Ja, nee, heute ist echt der Wurm drin. Jetzt reicht's hier aber. Machen wir da hin. Ist die jetzt hier richtig eingebaut? Die steht so weit raus da. Hä? Wieso steht denn die so weit raus? Was für eine blöde Spülmaschine. Naja. Okay, und hier nehmen wir auch ein schönes weißes Waschbecken. Vielleicht machen wir die da doch auch weiß dann. So. Ja, da muss ein bisschen Helligkeit noch mehr rein. Die da auch. Ne, nicht das hier, das hier. Dann passt das auch, glaube ich, besser mit den Fenstern da, oder? Ja, sieht schon mal besser aus jetzt, auf jeden Fall. Und die würde ich dann auch gern weiß haben. Dann haben wir ein bisschen mehr Helligkeit hier drin gleich. Weiße Highlights. Und ja, sonst relativ dunkel. Wobei da hinten, da müsste man es eigentlich dunkel lassen, weil das ist ja quasi die Thekenverlängerung. Ja. Ja, okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Also ich finde es schon geil, schon eine moderne, schöne Küche, aber irgendwas ist noch nicht so richtig ganz, ne? Also so irgendwas fehlt auf jeden Fall noch. Mit den Küchenschränken, das ist mir auch so ein Dorn im Auge noch. Schon, dass das da nicht die da schön unüberbelichtet gibt hier. Hm. Muss man ja eigentlich die wieder nehmen. So eine tolle Holzküche hätte auch was. Da bin ich immer so am Überlegen, aber die habe ich jetzt erst mal im Penthouse genommen. So eine Holzküche. Von wegen, ich baue immer schwarz-weiß. Die Modern Penthouse war nicht schwarz-weiß. Weil das ist auch eine schöne Farbe einfach, ne? Also ja, ganz anderer Stil. Passt aber halt zu diesem Naturholz-Thema auf jeden Fall, ne? Aber ich würde das hier, glaube ich, mal nicht machen. Ich mag halt die Schränke so gern und ich finde die anderen alle so ein bisschen komisch. Die wären auch noch nicht schlecht. Aber die sind halt weniger küchenschrankmäßig. Das ist auch eine coole Farbe, dieses Dunkelrot. Das würde jetzt wiederum auch kommen, wir nehmen noch dann solche. Dann haben wir oben das Blau so ein bisschen drin. Und Weiß natürlich. Vielleicht machen wir das auch hier einfach integrated. Dass wir da uns noch einen fetten Schrank hinstellen. Dann haben wir nämlich das Thema da ganz schön dabei, ne? So, jetzt ist der nämlich schön eingebaut, hier der Kühlschrank. Oder auch nicht. Ein bisschen weiter raus aus der Wand, bitteschön, dankeschön. So. Dann machen wir da oben auch diese Schränke hin, dann über unser, da links sitzt. Dann haben wir das da auch und der kommt noch ein bisschen weiter rüber, dann haben wir da weniger Spalt. Ja, jetzt sieht es gut aus. Jetzt sieht es gut aus. Sieht aus wie eine Küche. Okay, und das da oben, das kommt auch weg dann. Ich fand die grauen jetzt gar nicht mal so schlecht. Können wir bestimmt irgendwo mal verwenden. In so einem Loft mit Brick-Textur hinten dran. Da passt das ganz gut, glaube ich. Ich will das jetzt mal so. Das passt halt auch wieder nicht so wirklich zum Rest, ne? Daniel und seine Küchenproblematik heute in der Folge, ne? Das ist doch hier wieder Manometer. Sollen wir dann doch die nehmen? Sieht ein bisschen krankenhausmäßig auch aus, so ist das Blau. Muss man sich so ein bisschen... Also das Grau gefällt mir weiterhin ganz gut, muss ich sagen. Aber es ist halt grau. Ist halt grau, ist halt irgendwie
Ist das irgendwie frischer? Vielleicht fehlt es auch hier einfach noch an Lampen. Das ist oftmals so die Sache, dass man da irgendwie einfach nicht richtig ausgeleuchtet hat. Ich habe hier schon 20.000 Lampen, aber der ganze Raum ist ja voll dunkel. Na, also hier fehlen ja eigentlich noch die Lampen. Und die strahlen dann weniger darüber irgendwie auch. Mal gucken, ob es daran vielleicht liegt, ne? Bin voll unzufrieden. Ich kann halt den Baum hier wegstellen. Ich glaube, da hinten kriegen wir gar kein Licht rein, weil wir hier genau, weil wir hier das so unter dem riesen fetten Baum da, genau hier unter der Küche ist dieser fette Baum da. Kriegen wir hier kein Licht rein, richtig. Da kommt jetzt ein bisschen was rein hier. Ja, danke. Also ich würde, glaube ich, auch hier dann, wenn wir da das Bodenfenster haben, dann können wir das ja hier auch machen. Weil die oben natürlich dann, ne, so hin müssen. Irgendwas gefällt mir hier überhaupt nicht. Ich bin kurz davor zu überlegen, ob ich diese Folge abbreche. Echt mal. Das gibt's doch nicht. Wieso gefällt mir das alles nicht hier? Wir müssen, glaube ich, das komplett neu entkernen. Das Grau hat schon was. Das Grau ist echt nicht schlecht, aber irgendwie ist es mir zu grau einfach. Was ist denn, wenn wir den Kühlschrank, also wenn wir wirklich den Stil hier nehmen, ich mache das mal wieder alles rückgängig, nee, mache ich jetzt nicht, weil dann müssen wir wieder alles, so rum geht schneller, wenn wir den zu grau machen und dann diese Schränke, diese grauen Schränke nehmen, dann haben wir das wenigstens da wiederholt. Und dass wir das hier so mit reinbauen. Das ist wieder ein anderes Grau, ne? Eine Verarschung, oder? Das wäre ein schönes Grau jetzt gewesen. Das ist irgendwie... Dann haben wir vielleicht, ne? So dachte ich das, aber das passt jetzt auch nicht so ganz. Dass wir da dann sowas haben und dann vielleicht nochmal so einen schönen Eckschrank. Da gibt es auch so schöne Eckschränke, oder nicht? Da gibt es nur die, aber die können wir auch nehmen, das ist auch gut. So irgendwie was hier, so. Komm. Dreh dich um. Oh, da muss man die Höhe rausfinden, ne? Und dann Punkt und Komma drücken. Jetzt hier. Wow. Bam. Okay, und da dann das so ein bisschen natürlich weiter rüber noch. Gefällt mir da nicht, das Ding irgendwie. Nee, also irgendwas ist hier falsch hier in dieser Küche. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwas gefällt mir gar nicht. Irgendwas gefällt mir gar nicht. Ich muss mal was wieder alles ausprobieren. Diese Theken passen einfach nicht zu den Schränken, glaube ich. Das ist es wohl. Shiitake hier. Shiitake, Shiitake. Wir gucken nach anderen Theken. Ich glaube, die sind das Problem. Meine Theken und dass mir die nicht gefallen. Aber die sind mir wieder zu... Wenn wir das echt mal mit denen probieren... Das hat halt wirklich was für eine Tierklinik oder für ein Krankenhaus, ne? Und die sind halt schon schön wieder, aber die sind halt wieder noch mehr grau. Das ist wirklich, wirklich krass einfach. Dass das nicht so will, wie ich das will. Wir nehmen diese schwarze Theken jetzt, ja. Wir nehmen die, wir machen das mit dem Stein so ein bisschen da raus aus der Küche. Wir gehen in diese Standardküche rein, die passt da 10-mal besser, oder? Passt da 10-mal besser als diese fetten Außengrilltheken da. Sieht auch cool aus, ne? Mit dem Marmor da. So. Ich bin mal echt gespannt hier. Das ist wieder echt voll die Fail-Folge. Das gibt's doch nicht, oder? Machen wir es mal so. Und
Ja, dann müssen wir die natürlich auch austauschen, das ist klar. So. Boah. Ja, das ist halt das wieder das gleiche Set. Ich glaube, das macht's aus. Die waren einfach nicht, die war irgendwie zusammengestückelt. Zu sehr zusammengestückelt, die Küche. Dann nehmen wir lieber hier solche da. Bevor wir da irgendwelche Experiments hier ausführen. Die müssen ja hier irgendwie so mehr, oder? Wieso ist jetzt da eine Kante drin? Glaubt man doch nicht. Besser, viel besser. Huh. Huh. Ja, also wirklich mal. Ach Mann, ich hab's probiert. Ich hab's probiert. Ich kann mir nichts vorwerfen, weil ich hab's probiert und es hat nicht sollen sein. Und manchmal, ich sage ja immer, probiert Sachen aus. Wenn ihr immer das Gleiche baut, dann ist es irgendwie lameweilig. Aber man muss das, glaube ich, schon. Ja. Dann manchmal dann auch verkraften, wenn es dann halt nicht so will, wie es sein soll. Jetzt gucken wir uns das hier an, dass wir da schöne Schränkchen da nehmen. Hier, ne? Dann machen wir mal das hier so und da nehmen wir so ein hier, genau. Und dann kriegen wir auf der Seite, machen wir auch wieder sowas, dann nehmen wir vielleicht aber sowas da rein. In die Ecke reinpacken. Also da gibt es ja auch so schöne Ecktheken. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dann haben wir nur eine. Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir nämlich da so eine Randtheke mal mit so einem Glas. Das ist nämlich auch ganz schön. So eine da. Gucken mal, ob wir da daneben dann noch eine Theke kriegen. Also wieder der Kack hier dann, ne? Dass die da wieder so überstehen. Das ist wirklich der allerletzte. Geht schon wieder weiter hier, ne? Das ist wieder so typisch EA, ne? Die machen da so komische Theken-Sachen, lassen uns das draufstellen, aber dann steht es so blöd über. Man kann das nicht frei platzieren, weil die Dinger müssen auf einer Theke platziert werden. Das ist einfach doof. Ja, und dann hier eine ganz normale einfach. So. Und da die und die wieder hin, ne? Eine Abrundung. Also hier würde ich da glaube ich das nicht machen. Das ist ein bisschen, oder? Hat auch was. Wenn man das so macht und dann aber wirklich die normalen da nimmt. Weil die ja dann, ne? Die ja dann hier überstehen. Das würde ein bisschen Schwung reinbringen, sage ich mal. Das würde ein bisschen Schwung reinbringen. Finde ich ganz gut. Und da steht es halt über, ne? Dass man das sitzen kann. Hinten lassen wir die aber gerade. Das hat dann nochmal was. Da können wir so in die Mitte irgendwas Cooles reinstellen. Und Komfort brauchen wir dann natürlich auch noch. Unsere Sitzhocker da. Da würde ich aber auch dann die wieder nehmen. Und da nehmen wir dann weiße wieder. Kann man dann schön essen. Jetzt sieht es gut aus. Oder sieht es jetzt gut aus? Oder sieht es jetzt gut aus? Und dann muss ich jetzt nochmal gucken wegen der Tapete. Jetzt haben wir da schwarz genommen. Können wir vielleicht auch mal irgendwas noch ein bisschen umtauschen, dass unten grau ist und in der Mitte weiß. Finde ich, glaube ich, besser. Das mit dem Boden, das würde ich fast schon noch lassen. Also da bin ich jetzt wieder, wenn ich jetzt da noch einmal mal, das ist auch schön, wenn ich jetzt da noch mal irgendwie ein, das ist auch geil. Wenn man jetzt da noch mal was ändert, und dann nehmen wir hier die Türkis-Dinger. Ja, aber nicht die, sondern da gibt es auch noch die anderen da, oder? Die da, genau. Dann passt das doch. Dann haben wir da ein bisschen das Thema wieder drin. Jetzt in der Wand müssen wir echt nochmal gucken, ob wir da dann nicht auch die nehmen, weil da gibt es ja eine passende dazu. Das hat dann schon wieder so eine... Gibt es das nicht umgedreht? Gibt es nicht, ne? Dass das unten ist, das Türkis und oben... oben das, also in der Mitte das Weiß und oben und unten das Türkis. Nee, gibt's nicht, gibt aber die.
Ja, die wäre gut, aber mit weiß in der Mitte, danke. Ja, dann lassen wir mal die. Die Schränkchen-Dinger da, die kommen natürlich weg. Würde ich aber auch wieder Theken nehmen, in der Hoffnung, dass die Kaffeemaschine benutzen können. Weil das hat auf jeden Fall was Stylisches, wenn wir da oben so Thekenschränkchen nehmen. Dass das da nochmal aufgegriffen wird. Mit der Schublade ist ein bisschen doof. Dann ist das hier so schön abgerundet irgendwie. Dann hat das da nochmal so eine richtige Form. Und hier das gleiche Spiel auch. Ja, würde ich so mal machen. Würde ich so mal probieren. Wenn das auf der gleichen Höhe, ja, schon. Dann gehört das mehr zur Küche dazu und ist nicht nur so ein Sideboard irgendwo. Nee. Ja, auch nochmal schön eingebaut werden mit Alt. Ja, das ist ganz gut, glaube ich. Ja, jetzt wird's hier. Oder wird's jetzt? Jetzt will ich mal nichts mehr hören hier. So, jetzt können wir uns darum kümmern. Jetzt haben wir ja da diese Regalbretter. Wie gesagt, die rasten ja da ein. Aber das ist eigentlich die Oberfläche von dem anderen, weil das haben wir verkleinert. Und die Objekte rasten ja dann trotzdem an dem Objekt ein, das wir haben. Deswegen müssen wir das untere wegschieben. Und dann gucken, dass wir da mit den Theken, weil in den Theken rasten die Dinger jetzt ja auch ein. Das ist ja auch doof. Dass wir die da jetzt so hochschieben. Und dann müsste es passen. So. Konzentration. So, ne? Ne. Muss ja rechts und links hier symmetrisch bleiben. So ist es okay. Okay. Ja, so geht das dann. Okay, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Also ich finde das ganz schön mit den Schränkchen. Müssen wir jetzt hier nochmal gucken, weil wir haben da wirklich dann auch die Slots drin. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen Deko reinbringen. Das darf hier gerne so ein bisschen Breeze, so ein bisschen Fresh Breeze hier sein. Wir müssen jetzt aber in den coole Küchen wieder reingucken. Das Pack. Da gibt's richtig, richtig gute Deko dafür. Und ja, so Method gibt's auch. Schwarz-Weiß. Jetzt haben wir keine Schnibbelfläche mehr hier, keine Wandfläche. Keine Wand mehr, ne? Für Wanddeko. Hammer. Hammerhart hier. Manometer hier. Das gibt's ja mal nicht. Sollen wir die Mikro... Ah, wir haben ja keinen Platz für die Mikro. Wo soll sie denn hinmachen? Wir können die da auf die andere Seite noch hinstellen. Wir stellen die da hin. Das ist übrigens auch noch die alte Theke. Haben wir gar nicht gesehen, wegen der Spülmaschine. So. Ja, dann machen wir hier nämlich Schnibbelfläche, weil da ist nämlich der Kühlschrank dann auch in der Nähe. Und... Gewürzen hier. Gewürzen. Das ist mal das Problem. Wenn man in der Küche keine Wandfläche mehr hat, wir können das ja vielleicht sogar so weiß machen, dass das in der Wand drin steckt. Das wäre mal eine gute Idee, oder? Aber nicht beim Spülbecken. Hier so hin. Ja. Das ist doch noch in Ordnung. Hier machen wir das mal so. Und oben drüber, dann sieht man das gar nicht, dass da noch so ein Fensterbalken ist. Sieht sogar eher dann so aus, wie wenn das Fenster hier so durchgängig geht. Sehr gut. Mhm. Die Teller-Dinger gibt es auch. Die machen wir auch wieder schön hell hier. Die trocknen hier in der Sonne. Ein Brettchen gibt es auch. Das Brettchen machen wir aber... lehnen wir da so an. Das kommt da schön raus, bitte, danke. So, wird gedreht hier. Halt so ein bisschen aus, wenn ich es hier anlehne, müssen wir irgendwas davor legen noch. Vielleicht gerade die Bücher oder so. So also ein bisschen so, dass das so. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir da noch so Löffelchen, die können wir auch da reinpacken. Ich hoffe, die können da noch kochen, nicht, dass da alles noch ineinander platziert ist. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Dann können wir die aber da vielleicht so hinmachen da, oder? Sollen wir die auch mal verkleinern? Ist gar nicht mal so klein dann. Passt doch sogar. Hier, guck mal das an hier. Das passt sogar hier da hin. So, dann hängen die da dran. Dann kann man die da so einhaken hier da oben. Festgezurrt. Das sind wieder so Kleinigkeiten, ne? Das ist wieder was. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber die sind ja wieder, ne? Die sind ja wieder hier am...
am Schweben. Salz und Pfeffer. Die kriegen vielleicht auch nochmal eine Farbe. Schwarz-Weiß, genau. Jetzt kommt ein bisschen Blümchen rein. So, dann wird es gleich schön. Hashtag grün oder nicht Hashtag grün? Das ist hier die Frage. Die sind natürlich passend zum Ding, aber das ist halt blöd, wenn man die gleiche Farbe dann nimmt. Da müssen wir jetzt irgendwas, das ist ganz cool, so einen Ausreißer nehmen. Die sind auch heiß. Die auch. Grün sowieso. Also ich fand jetzt die da am besten. Die da, die müssen, glaube ich, die da nehmen. Die da nehmen da. Die müssen wir aber irgendwo... Können wir da vielleicht in die Mitte reinstellen? Das wäre, glaube ich, eine Idee. Wenn wir die da so hinstellen, weil da sind die dann so ein bisschen weg vom Essen. Und dann haben wir da noch so eine schöne Einladung. Das ist mitten in der Küche, so auf diesem Rundell-Dingens da. Das ist doch ganz okay. Ja. Wird das was oder wird das nichts hier? Ich will jetzt nichts hören hier. Doch, ich will was hören von euch. Unbedingt. okay. Nee, ich bin wieder happy. Also jetzt am Anfang, da war es wirklich, es war wirklich wieder grausig. Ich habe so Folgen jeden Monat so einmal oder so. Manchmal ein bisschen öfter. Und dann ist das wirklich grausam, muss ich sagen. Muss ich echt sagen. Ich würde mal hier jetzt gleich mal ein bisschen weitermachen. Also ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen was in die Holzrichtung gehen. Weiß ich, wenn wir den Boden nämlich holzig machen, ist immer ein bisschen doof, wenn man die auch holzig macht. Aber ja, ich glaube, das ist irgendwie machbar hier. Oder da dann schöne weiße Wände, ne? Dass wir da mehr in die Helligkeit reinkommen wieder. Passt dann auch zu den Fenstern. Die sind ja auch schön weiß. Und ne, mal gucken, wie das nämlich hier aussieht, wenn man das hier nämlich vervollständigt. Das ist so düster in diesem Haus. Schrecklich irgendwie, ich weiß auch nicht was. Was das hier so düster macht. Die sind ja gar nicht richtig weiß, da hinten fehlt irgendwie voll das Licht. Das ist wegen dem doppelten Stockwerk von oben. So, hallo, guten Morgen hier. Schönes, helles Zimmer, ne? Ja. Da hauen wir jetzt auch noch den Boden da rein. Und... ja, ich würde den, glaube ich, in der Küche nicht machen, oder? Das ist ein bisschen zu viel dann. Sieht halt schön dann ne, ineinandergreifend aus, aber irgendwie finde ich das Türkis, jetzt hat hier irgendwie voll was. Mhm. Kann man so mal lassen. Was sagt ihr denn dazu? Ich brauche eure Hilfe jetzt wieder. Mann. Da ist auch nicht zu fassen hier. Hier geht's auch raus auf die schöne Terrasse. Und das ist jetzt meine Küche mal so... Grob. Fehlen noch ein paar Sachen, da hinten auf jeden Fall alles noch und so, aber ich glaube, damit können wir was machen. Da haben wir ja unsere Sauna, da haben wir unser Esszimmer. Da mal gucken, wie wir das noch machen. Und da unser Wohnzimmer mit Fernseher. Ich probiere das jetzt mal aus, damit ihr euch das auch vorstellen könnt. Ich könnte dazu nämlich gleich auch was sagen, weil damit geht es dann nächstes Mal weiter. Hier kommen dann nämlich hier so Couchdinger rein, irgendwelche bequemen bitte. Ja, ich kann die auch nicht mehr sehen, aber die sind irgendwie immer noch die besten so. ja, ich würde schon sagen, solche da sind auch cool. Und da können wir dann auch wieder entweder in diese Tönung da reingehen oder wir machen mal was ganz anderes. Gern mal so ein bisschen knallig und sonst alles schwarz-weiß oder so, ist auch nicht schlecht. Ja, ich mache es jetzt mal neutral, damit ihr euch das hier... Hier kommt auf jeden Fall die Couchlandschaft rein. Irgendwie so. Oder auch so. Schön frei. Schön locker luftig. Hinten dann so eine schöne, so ein schönes, so eine Thekenreihe hier rein. In diese Nische und da auf diese Seite mal gucken, ob wir es da auch vervollständigen oder so. Vielleicht machen wir auch so Brunnen oder irgendwas noch, ein bisschen Highlight-mäßig, ein bisschen was Teures rein. Es darf gerne auch mehr so ein bisschen in den Wohnraum reingehen hier, finde ich. Und ja, fertig hier in die Mitte irgendwie so einen schönen kleinen Brunnen noch.
müssen wir uns überlegen. Wir können auch was ganz Tolles machen, das möchte ich jetzt doch nochmal ausprobieren. Wenn wir hier nämlich eine Wand ziehen. Ich glaube, wir machen das hier ein Kästchen weiter. Wenn wir hier nämlich eine Wand ziehen, können wir da den Boden ausstanzen, das Fundament. Und dann hätte man, ne, den Boden hier erstmal. Dann hätte man hier so eine Stufe nach unten. Das ist immer auch ganz toll. Das hat dann was an Besonderes noch. Das ist auch nicht schlecht. Müsste man natürlich gucken, dass man das Fundament so neutral wie möglich macht. Weil da ist dann immer am Fundament die Farbe so ein bisschen doof. Das will man dann eigentlich nicht haben da, ne? Immer so. Eigentlich muss man es schwarz machen, weil das ist ja dann noch... Ja, noch am neutralsten, weil das andere sieht einfach nur grau, komisch, matschig aus. Und so kann man es auch machen. So kann man es auch mal überlegen. Wir gucken. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Haus ab See. Ich bin Daniel von simfans.de. Wir haben heute ewig die Küche eingerichtet und sonst nichts. Am Ende bin ich zufrieden. Ist wieder schwarz-weiß, ja. Aber ich bin zufrieden. Wisst ihr nichts anderes, wenn ihr den habt, immer gerne teilen. Ja, schreibt das in die Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, die Fenster, die Schrägen, die gibt es als Download. Alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn es trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön und bis dann. Macht's gut. Ciao.